Einkaufsbummel. Überall so bunter Schnickschnack. Hier so ein Ball. Und Plastik. Oh, hier. Stretchy-Sand. Knete. Aber das kenne ich alles schon. Was ist das hier noch? Sprühknete kenne ich auch schon. Wo ist denn der Kleber? Ich muss mir jetzt erstmal einen Korb holen. Ich glaube, ich brauche doch ein bisschen mehr. So. Dann, ich habe nämlich vor, so ein paar neue Videos zu drehen und da brauche ich noch ein paar Kleinigkeiten für. Wo finde ich das denn jetzt? Boah, guck mal hier. Goldene Löffel. Wow. Ah, hier, ich habe den Kleber gefunden. Das ist der transparente Kleber, den ich immer nehme. Und es ist hier noch so. Schulfarbe. Gut, brauche ich nicht. Ja. Ganz viele Farben. Und nachtleuchtende Acrylfarbe. Wow. Cool. So. Davon brauche ich was, von den sauren UFOs. Und so eine Marshmallows. Diese Abteilung ist besonders schön, wenn ihr Slimes dekorieren wollt. Guckt mal, da kriegt man ganz viele Perlen und oh, das sind, wo ist noch Glitzer hier? Wartet mal. Hier zum Beispiel auch diese Wackelaugen machen sich im Slime auch richtig, richtig gut. Und mein heißgeliebtes Bastelkonfetti. Oh, guck mal hier diesen Kugelschreiber. Wow. Galoppa, galoppa, ein Einhorn. So, hier ist noch der Bastelleim. Davon brauche ich auch ein Fläschchen. So, no, wird immer voller. LOL Surprise. Was ist das hier? Bubble Rubbles. Und hier sind die Duftöle. Davon werde ich heute welche mitnehmen, damit meine Slimes in Zukunft auch richtig lecker duften. So viele verschiedene. Harmonie. Ab zur Kasse. So, und jetzt zeige ich euch mal die komplette Ausbeute von meinem Teddy Shopping Trip. Ist auf jeden Fall wieder eine volle Tüte geworden. So, Naschi-Nasch-Zeug komme ich nicht drum rum, muss ich einfach haben. Die Dinger fand ich mega interessant. Süße kleine Donuts. Saure UFOs. Ah, die esse ich so gerne. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Ich habe wieder ein paar Dosen gekauft. Aufbewahrungsboxen für meine Slimes. Bastelleim genommen, weil von dem Transparenten habe ich noch ein bisschen was oder ein bisschen mehr. Dann habe ich hier kleine Aufbewahrungsgläser besorgt. Die finde ich halt besonders niedlich. Da habe ich schon was mit vor, da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Da habe ich insgesamt 6 Stück von gekauft, der Rest ist da unten drin. Anspitzer brauche ich immer. Da ist noch so ein kleines Döschen. Dann habe ich Stifte für meine Kids. Ja, wer Kinder hat, weiß, wie oft man Stifte kaufen muss, weil die ständig kaputt sind oder runtergebrochen. Deswegen auch den Anspitzer, weil das geht hier alles verloren und so schnell kaputt. Ja, dann habe ich noch mal 2 kleine Aufbewahrungsboxen gekauft. Da habe ich überlegt, könnte ich noch mal so eine Slimebox machen, wie ich das letztens mal gemacht habe. Ja, wer Mädels hat, der weiß, Zopfgummis kann man nie genug haben.
Guck her, warte. Auch damit habe ich noch was Schönes vor. Kommt hier auf die Süßigkeiten-Ecke. Das sieht doch schon mal toll aus. Dann habe ich hier ganz viele verschiedene Duftöle mir besorgt, damit ich mal schön duftenden Slime machen kann. Lavendel haben wir da, dann haben wir gute Laune. Vanillekipferl und hier haben wir noch einmal Orchidee. Ich habe selber noch gar nicht dran geschnuppert. Ich lasse mich da mal überraschen. Ich denke mal, das wird schon durchgehen. Das riecht bestimmt gut. Da sind noch mal zwei kleine Gläser. Und dann habe ich mir... Oh, das ist aber schwer. Ah, noch einmal Modelliermasse besorgt. 1 Kilo feinste Modelliermasse. Ja, und was ich damit vorhabe, das werdet ihr auch demnächst sehen. Könnt ihr schon mal gespannt sein. So, ja, wenn ihr mehr Shopping-Hauls von mir sehen möchtet, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Kommentieren geht ja jetzt leider nicht mehr. Also Daumen nach oben, wenn ihr mehr Shopping-Hauls von mir sehen möchtet. Und ja, abonniert meinen Kanal, bitte, unbedingt. Ne? Schön abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Tschüss.